Ja, hallo liebe Leute, jetzt wundert ihr euch wahrscheinlich, warum ich jetzt nochmal ein Video drehe mit dem Titel. Ich fand mich ein bisschen nervös oder ein bisschen hektisch beim Video, bin die Bücher ein bisschen zu schnell durchgegangen, deswegen mache ich jetzt nochmal ein neues und rede ein bisschen langsamer und vielleicht auch mehr. Ja, 10 Bücher, die ich komplett durchgelesen habe, also wirklich von A bis Z, ne, und auch wirklich viel behalten habe. Einige Bücher sind nicht mehr in meinem Besitz. Ne? Die musste ich dann auf dem Trödelmarkt verkaufen. Wie heißt es so schön? Man war jung und brauchte das Geld. Genau. Ja, fangen wir mit einem der ersten Bücher an, die ich dann auch in früher Kindheit bekommen habe. Und zwar genau dieses Märchenbuch hier mit dem Cover. Märchen der Brüder Grimm. Da war auch ein, wie ihr seht, wunderbarer Maler am Werk, ja. Und diese Bilder gibt es auch im ganzen Märchenbuch. Ne? Von diesem Style ist das ganze Buch übersät. Ja, durchgelesen heißt, ich kenne natürlich sozusagen alle Märchen der Brüder Grimm. Jetzt nicht unbedingt auswendig, aber wenn ich jetzt so ein Quiz ausfüllen müsste, könnte ich so die wichtigsten Sachen ankreuzen. Ne? Ich habe auch noch mit 16 Märchen gelesen. Ich finde, Märchen haben eine tiefe Wahrheit teilweise, die man entdecken muss. Ne? Also es ist immer etwas, wo auch ne, was Lehrendes dahinter steckt. Ich war damals ja auch schon, ja, bis in die Jugend ein Fan von Zwergen und Kobolden. Ja, und deswegen mussten natürlich auch Märchenbücher her. Die gehörten einfach dazu. Ne? So, dann gehen wir auch direkt zum nächsten. Friedrich Kluge, Rotwelsch. Das Buch war damals schon uralt, als ich es erworben habe. Erworben hatte ich es damals 1993 über eine Buchhandlung. Da war ich gerade mal 15 Jahre alt. Das Buch wurde geschrieben so um 1901 oder 1902. Also sogar noch vor dem Ersten Weltkrieg, ne? Das Buch ist in, also diese Fassung des Buches, die ich auch hatte, genau die hier, war in altdeutscher Schrift geschrieben. Da musste ich mir natürlich erstmal reinfuchsen, ne, und habe mir dann die altdeutsche Schrift dann beigebracht, also zumindest zum Lesen. Bei Rotwelsch geht es darum, das ist letztendlich eine Geheimsprache, ja. Eine Geheimsprache der Gauner im Mittelalter, ja, die entwickelten dort Geheimsprachen, um ihre Machenschaften halt nicht der Öffentlichkeit preiszugeben. Ne? Und da gab es in ganz Deutschland auch verschiedene Stände, verschiedene Geheimsprachen, verschiedene Dialekte und so weiter. Hochinteressantes Buch, wer sich halt für Sprachen interessiert, weil Rotwelsch an sich ist ein Flickenteppich aus verschiedenen Sprachen, bis in den Sanskrit, ne? Bis in den Sanskrit, der ja ursprünglich aus dem alten Indien stammt. Ne? So, dann machen wir mal weiter. Dann haben wir hier das noch. Das hatte ich mir auch damals so Anfang der 90er gekauft, allerdings in einer anderen Fassung. Das war noch ein rot eingebundenes Buch. Jakob Grimm, ne, also einer der Autoren auch der Märchen, die weltweit bekannt sind. Aber die Grimmschen Brüder haben natürlich weitaus mehr gemacht, was die gesamte Germanistik betrifft, ja. Zum Beispiel das weltbekannte deutsche Wörterbuch, was glaube ich 10 bis 12 Bände umfasst und schon damals so um die, ja, so um die 800 Mark gekostet hat, ne? Also die 10 Bände waren so um die 800 Mark. Habe ich natürlich mir dann nicht gekauft, ne? Gibt es aber jetzt noch so in verschiedenen Bibliotheken, ne? Stadtbibliothek zum Beispiel. Ne, was die Universität betrifft und so weiter. Ja, deutsche Mythologie, hier geht es dann so um die ganzen, sag ich mal, germanischen Götter, ne, woran man damals glaubte, ne, ob es jetzt Odin war, ne, oder auch die germanischen Fabelwesen wie die zwei Raben, Hugin und Mugin. Das wird hier sehr intensiv behandelt, ne. Also da geht es halt darum, an welche Götter die germanischen Völker damals geglaubt haben und um die ganzen Bräuche, sie zu huldigen und so weiter und so fort. Hochinteressantes Werk, würde ich sagen, ist auch für die Wissenschaft sehr interessant. So, dann gehen wir weiter im Programm.
Ja, wer sich so mit den Märchenbrüdern beschäftigt, muss sich natürlich auch mit deren Geschichte auseinandersetzen, finde ich. Deswegen habe ich mir auch Anfang der 90er, das war auch, ich glaube, 1994, hier diese Biografie gekauft. Biografie heißt Lebensgeschichte, das heißt, hier in dem Buch stand dann alles drin, wo die Brüder Grimm geboren wurden, wie sie gewirkt haben, die Schulzeit, was sie noch alles gemacht haben, ja, also zum Beispiel das Deutsche Wörterbuch, was ja heutzutage auch immer noch einen wichtigen Standpunkt hat in der Germanistik, ja, also in der Erforschung der deutschen Sprache. So, das war die Biografie. Dann gehen wir noch zum Lexikon des Aberglaubens. Das habe ich irgendwann mal Anfang der 90er Jahre geschenkt bekommen. Aberglauben weiß ja jeder, was es ist. Glaube an übersinnliche Dinge, dass zum Beispiel, ja, ne, ein Kleeblatt, also ein vierblättriges Kleeblatt Glück bringt. Dass das Erscheinen einiger Tiere dann wohl Unglück bringt oder Glück, wie zum Beispiel das Erscheinen eines Marienkäfers. Oder dass ein Hufeisen Glück bringt. Oder dass gewisse Bräuche dies oder dies begünstigen oder sonst was. Also hier geht es bevorzugt um den Aberglauben im Mittelalter. Ja. Ich musste damals auch ein Referat halten, damals in meinem Konfirmandenunterricht, weil ich so viel geschwänzt hatte, also die Stunden geschwänzt. Und da musste ich dann vor der gesamten Mannschaft hier ein Referat halten über Aberglauben im Mittelalter. So ganz zufrieden war der Pastor nicht, weil die Länge, es war, das Referat war nicht lang genug, aber mit, hat er ein Auge zugedrückt. Ach, das waren noch Zeiten. Ja, Aberglauben hat mich natürlich auch mega interessiert, ne? Weil letztendlich ist ja auch durch Aberglauben diese ganze Verfolgungsjagd der Hexen entstanden, ne? Das gehört ja auch eigentlich dazu, ne? Und noch viel mehr, ne? So. So, wie ihr seht, das Video wird jetzt auch viel länger. Ja. Dann kommen wir mal zum nächsten Buch hier. So, jetzt geht es so in den Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie. Der wunde Punkt, 12 Schritte zur Überwindung unserer seelischen Problemzonen. Das ist ein Buch, was mir sehr geholfen hat. Und das kann man auch, wenn man richtig gut drauf ist, kann man das auch in einer Nacht durchlesen. Ist so ein ganz dünnes Taschenbuch, aber so mit den wichtigsten Steps, wo man ja wachsen kann, ne? Was das Mentale betrifft oder auch einfach diese Einstellung, die Einstellung zum Leben generell. Also ist schon ein besonderes Werk, ne? So, weiter geht's. Gras unter meinen Füßen, das ist ein besonderes Buch. Es geht hier um Gestalttherapie, eine besondere Therapieform, die ich einmal gemacht habe aus reinem Interesse. Die Krankenkassen bezahlen das, glaube ich, nicht, ne? Ich hatte dann, weil ich das mal machen wollte, das dann auch damals privat bezahlt. Ja, das gab noch Zeiten, wo ich danach, wo es dann ein bisschen lockerer bei mir saß. Und habe dann so, ich glaube, 10 Stunden Gestalttherapie gemacht. Das Buch ist dann nochmal so eine Begleitung dazu. Hochinteressantes Thema, hochinteressante Therapieform auch. Und ja, das dazu, ne? So, weiter geht's, weiter geht's. Dann haben wir noch hier Eckhart Tolle, einer der bekanntesten Menschen weltweit im Bereich so Persönlichkeitsentwicklung, Leben im Jetzt. Das Buch ändert unter Umständen auch komplett die Weltsicht, wenn man es denn versteht oder verstehen will. Man muss sich da auch ziemlich reinfuchsen. Es ist schon so was Umwälzendes, ne, was die Denkweise betrifft, aber im Grunde genommen Gold wert. Also für viele so der Einstieg in auch so das spirituelle Erwachen oder auch generell so Thema Persönlichkeitsentwicklung, Umdenken und so weiter. Ne? Dann kommen wir noch zu E-Quadrat von Pam Grout. Da geht es so um Gedanken. Wie kann man seine Gedanken positiv steuern? Was für eine Macht haben die Gedanken? Ja, also auch so ein bisschen Bereich sogar Quantentheorie. Wie kann der Beobachter die Situation verändern, indem er sie nur beobachtet? Also hochinteressant, aber auch sehr spezifisch. So, jetzt zum Schluss noch der gute Richard David Brecht, ne, Philosoph. Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Ein Buch, das sehr, sehr bekannt ist in Deutschland. Sozusagen ein Einstieg in die Welt der Philosophie, aber nicht halt diese knallharte Philosophie, wo man Kopfschmerzen kriegt, sondern also das Buch ist voll mit philosophischen Fallbeispielen, die sehr lustig sind, zum Schmunzeln anregen und hochinteressant sind. Ja, so eine Einführung in die Welt der Philosophie. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich glaube, ich habe es diesmal ein bisschen besser gemacht. Das Video ging ja auch länger. Ich hoffe, ihr lasst trotzdem ein paar Likes.